Volkssturmmann Fritz Versaat, Feldpostnummer 65976W. Am 27. Januar 1945 abends, als wir noch am Schweizer Hof 10b wohnten, erhielt ich einen Gestellungsbefehl zum Volkssturm. Am 28. Januar 1945 musste ich mich wie viele andere in den Baracken der Spinnstoffwerke AG stellen. Es folgte eine mehrmonatige Ausbildung mit Scharfschießen am MG, Schanzen am Machnower See und in der Hackeburg. Am 18. April 1945 erfolgte abends Alarm. Trotz des Fliegeralarms musste sich die Kompanie fertig machen, alle Sachen verladen, wie Waffen, Lebensmittel und Ausrüstung. Beim Morgendämmern setzte sich die Kolonne mit Lastautos in Bewegung nach Zehlendorf, wo sie mit den anderen Kompanien vor dem Gemeindehaus zusammentraf. Am 19. April setzte sich die lange Autokolonne mit einem Packgeschütz an der Spitze in Bewegung über Steglitz, Friedenau, Schöneberg, Yorkstraße in Richtung Osten. Über Lichtenberg, Friedrichsfelde, Biesdorf ging es in flotter Fahrt über Schlagmühle nach Strausberg, wo außerhalb am Waldrand Halt gemacht wurde, wegen zu großer Fliegertätigkeit. Hier erfolgte auch Proviantausgabe, dann Weiterfahrt nach Hohenstein, das schon unter Beschuss lag. Hier Panzerfaustausgabe und scharfe Munition sowie zwei Eierhandgranaten. Von einem Bauerngehöft aus in der Dämmerung Vormarsch in Stellung, zuvor nochmals Proviantausgabe. Nach einigen Stunden zurück nach Hohenstein, Kartoffelkeller in einem Bauernhaus. Nach kurzer Rast abrücken in Stellung, Schützenlöcher, bis gegen Morgen. Es war in der Nacht sehr kalt. Nach dreistündiger Ruhe in Bauernhaus, wo wir Bordwaffenbeschuss erhielten, durch Tiefflieger wieder raus in den Schützengraben. Danach baldige Ablösung und Zusammenziehen der Kompanie in einem großen Gehöft. Hohenstein lag inzwischen unter Beschuss von Salvengeschützen. Gegen Vormittag des 20. April wurde auch dieses Gehöft durch Salvengeschütze beschossen, wodurch es die ersten zum Teil recht schwer Verletzten gab. Durch Herabfallen der Ziegel und Steine erhielt ich Prellungen an der rechten Hinterkopfseite. Wir hatten keinen Stahlhelm. Es erfolgte dann Befehl zum Absetzen in etwa 100 Meter Entfernung. Ziemlich fluchtartig fand diese Absetzbewegung statt, sodass beim neuen Sammeln der Kompanie kaum noch 20 Mann vorhanden waren. Das Gros war anscheinend sogleich in Richtung Strausberg abgerückt. Von der Führung waren zu dieser Zeit noch anwesend Bataillonsführer Bäron, Kompanieführer Dr. Marschall und die Zugführer Dreizel und Langhoff. Langhoff habe ich später nicht mehr gesehen. In der Nähe eines Waldstückes, wo auch eine Artilleriefunkbefehlsstelle war, lagen wir in Löchern, die unter heftigem Beschuss lagen. Wir paar Mann mussten dann wieder nach vorn, wo kaum noch Pioniere und andere Soldaten zu sehen waren. Wir gruben uns mehrfach unter mehrmaligen Absätzen im Gelände ein. Schließlich saßen wir in tieferen Löchern fest, wo wir kaum den Kopf rausstecken konnten, ohne dass die Kugelgaben nicht um uns pfiffen. Dazu wurden wir durch Granatwerferbeschuss ständig in Atem gehalten, weil einige in unserer Nähe stehenden kleinen Geschütze feuerten. Bei schönstem Wetter zogen die russischen Flieger ihre Kreise über uns, um die Geschütze auszumachen und ließen Bomben in erheblicher Zahl fallen. Am Nachmittag und frühen Abendstunden schoss der Russe plötzlich Nebelgranaten, sodass das Vorfeld kaum noch auf einige hundert Meter zu erkennen war. Mit einem Angriff des Gegners musste gerechnet werden. Unsererseits wurde Störungsfeuer in den Nebel hineingeschossen, soweit es nur möglich war. In der bereits beginnenden Dämmerung kam endlich vom Bataillon der Befehl zum Absetzen. Hieran wurden wir zunächst noch von einem Offizier mit Maschinenpistole gehindert. Dann ging es fluchtartig dem naheliegenden Walde zu. Hohenstein war inzwischen in Flammen aufgegangen.
Bei dieser Rückwärtsbewegung gab es nun von fast allen Soldaten MG-Feuer, da wir ja rings eingeschlossen waren, bis auf die kleine rückwärtige Schleuse. Es fielen schon die Kameraden rechts und links des Weges. Plötzlich sah ich Leuchtspurmunition die Gegend abstreichen. Näher kommen, presste ich mich hart in den Erdboden. Ein kurzes Aufblitzen vor mir war das Aufschlagen eines Geschosses am Stein und gleichzeitig empfand ich einen herben Schlag am rechten Schienbein. Ich war verwundet. Ein an mir vorbeikriechender, unbekannter Kamerad riet mir, mich von meinem Tornister zu trennen und war mir hierbei behilflich. Traurigen Blickes ließ ich den Tornister mit allen meiner persönlichen Habe zurück. So gut es ging, kroch ich immer weiter zurück, Deckung nehmend vor weiteren MG-Feuer und merkte deutlich, wie das Blut in den Schnürschuh rann. Aber jetzt hieß es zunächst weiter, weiter. Es gesellte sich bald ein Kamerad zu mir, auf den ich mich etwas stützen konnte. Ich konnte wohl auf dem rechten Fuß stehen, aber mit dem Gehen war es doch schlecht bestellt. Inzwischen war es finster geworden, kein Sanitäter weit und breit, trotz lauten Rufens. Ich erlebte auf diesem Waldweg das grausige Bild eines Angriffs feindlicher Flieger auf die naheliegenden Ortschaften. Rechts schimmerte Wasser im Walde. Sogenannte Weihnachtsbäume standen in großer Zahl am Himmel und erhellten den Wald. Mehrmals warf ich mich platt zu Boden, wenn die Bomben heulten und aufschlugen. Ein im Dunkeln daherkommendes Auto, eine Art Kübelwagen, rief mich an. Ich gab mich als Verwundeter zu erkennen, worauf das Auto hielt und mich in ziemlich langer Flotterfahrt mitnahm. Es war besetzt von einem Pionieroffizier und dessen Fahrer, sowie meinem Bataillonsführer Beron. Etwas danach nahmen wir noch einen handverletzten Soldaten mit, der sich neben mich setzte. Der Pionieroffizier nahm uns bis in eine Ortschaft mit, wo sein Auftrag endete, beziehungsweise er einen neuen erhielt. Regen setzte ein. Der Bataillonsführer Beron versuchte dann, während ich im Regen an einer Straßenecke saß, ein anderes Auto aufzuhalten, das mich zu einem Verbandsplatz oder Sanitätsstelle schaffen sollte. Nach einigen Verhandlungen mit einem Geschäftsmann nahm ich dieser in seinem PKW mit, dessen hintere Sitze mit Waren oder Sachen beladen waren. Ich saß neben dem fahrenden Geschäftsmann, während sein Begleiter auf dem hinteren Klappsitz Platz nahm. Bis gegen Morgen fuhren wir kreuz und quer durch die zum Teil brennenden Gebiete, leider ohne einen Arzt oder Sanitätsstelle zu finden. Gegen Morgen, nach stundenlangem Hin- und Herfahren, erklärte mir der Geschäftsmann, dass er mich nun nicht weiterfahren könne, da er ja nun selbst seine Sachen und das Geschäft versorgen müsse. Mit seinem Begleiter legte er mich dann auf den Bürgersteig gegen einen Zaun in der Nähe einer Straßenkreuzung. Es handelte sich wohl um Tassdorf, gab mir noch 2 Zigaretten und überließ mich meinem Schicksal. Nach einiger Zeit kamen Zivilpersonen vorbei, die sich zu mir beugten und mal sehen wollten, ob sie nicht einen Sanitäter finden würden. Es war ein fieberhaftes Treiben im Ort selbst. Alles Militär und auch Volkssturm rüstete zum Aufbruch nach hinten. Nachdem sich mehrere Volkssturmmänner mit mir kurz unterhalten hatten, beugte sich plötzlich der Zugführer Dr. Pfotenhauer von meiner Kompanie zu mir herab. Er kannte mich und sorgte sofort dafür, dass ich einen Notverband erhielt. Dann veranlasste er noch, dass mich ein Militärauto weiter nach hinten mitnahm. Auch dieses Auto mit Anhänger nahm ich eine geraume Zeit mit und setzte mich dann bei einer Luftschutzsanitätsstelle ab. Hier wurde über den stark durchbluteten Verband ein weiterer Verband angelegt und nach kurzer Zeit wurde ich dann auf einen offenen LKW zusammen mit schwer durch den Bombenangriff Verletzte nach Ransdorf zum Hauptverbandsplatz in einen großen Luftschutzbunker geschafft. Hier wurde der Verband gänzlich erneuert und ich erhielt eine Wundstarrkrampfspritze. Dann wurde ich in einer Bunkerzelle auf Matratzen gelegt. Dies war am 21. April gegen Mittag. Am Sonntag, dem 22. April, versagte das Licht und die Wasserzufuhr, sodass wir ohne Licht und ohne Frischluft, die elektrische Ventilation ging nicht und ohne Wasser waren.
Dazu waren etwa 4000 Menschen im Bunker. Verpflegung zum Verhungern. Endlich am 30. April wurden wir gegen Abend auf einem zweirädigen Handwagen zum Notlazarett Hortwinkler Weg geschafft. Endlich wieder Licht und Luft. Hier blieb ich bis Ende Juli 1945. Volkssturmmann Fritz Versat, Feldpostnummer 65976W. Kurz darauf wurde Fritz Versat aus dem Lazarett nach Hause entlassen. Er kam nicht in Kriegsgefangenschaft. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du uns jetzt unterstützt und dem Kanal ein kostenloses Abo dalässt und die Glocke aktivierst und auf alle stellst, sodass du immer eine Nachricht erhältst, wenn auf dem Kanal ein neues Video hochgeladen wird. Über einen Daumen nach oben würde ich mich ebenfalls freuen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich danke dir, dass du dabei bist.